Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Workshop Agile Care, Sie wissen, der findet immer Montag statt um 20 Uhr. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Workshop, der uns auch wieder dabei helfen soll, unser Wissen zu mehren, um bessere Effektivität mit Agile Care zu erreichen, mit dem großen Ziel, Lebensqualität zu verbessern. Denn dazu ist die Anwendung mit Agile Care sehr gut geeignet. Das wissen wir bereits. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße ebenso herzlich vorauseilend diejenigen, die heute nicht live dabei sind, sich den Workshop in der Aufzeichnung anschauen. Und das hat sich nun herumgesprochen, auch in der Aufzeichnung, die ja 10 Tage lang zur Verfügung steht, kann man die Downloads durchführen und auch Fragen stellen. Fragen, die wir gern beantworten, denn Beratung, Sie bestens mit Wissen, mit Informationen, mit Fähigkeiten auszustatten, mit Agile Care bestens umzugehen, das ist unser Ziel. Ich sage auch schönen guten Abend zu meiner Frau Renate und Tochter Claudia, die im Hintergrund für mich wieder tätig sind und ihre Fragen, die sie freundlicherweise in den Chat schreiben, mir sozusagen zur Verfügung stellen, denn ich kann während meiner Ausführung, die ich vorbereitet habe, nicht dem Chat und schon gar nicht den wechselnden Chat folgen. Also ich bin sehr froh, dass Renate und Claudia mir helfen. Ganz besonders Dankeschön heute an Claudia, die im Urlaub an der Ostsee ist und von dort aus mir hilft oder uns hilft. Lieben Dank. Ja, und dann starten wir doch als erstes, dass ich nicht vergesse, gebe ich Ihnen die für heute vorbereiteten Folien als PDF-Datei zum Download. Ab jetzt können Sie das downloaden als PDF. Ich weiß, dass viele das mögen, denn es ist schließlich eine kleine Dokumentation und man kann dann immer mal nachschlagen für den Fall der Fälle. Heute am 17. Oktober geht es also auch wieder um bessere Lebensqualität. Und da ist folgender Hinweis ganz wichtig. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Wieder was geschafft. So, und Sie wissen, Kommunikation liegt uns am Herzen. Kommunikation soll helfen, noch besser uns untereinander, also Sie untereinander, aber auch Sie mit uns in Verbindung zu treten, auszutauschen, Fragen zu beantworten, zu beraten, Hinweise zu geben für Verbesserungen und so weiter. Und das habe ich hier mal eingeblendet. Da gibt es einmal das Ticketsystem, den Live-Chat und das Forum, alles das erreichen Sie über unsere Seite Support. Richtig lautet die URL ulrich-mtc.de/support. Dann gibt es montags bis freitags zwischen 9 und 10 Uhr für Sie die Möglichkeit anzurufen, die eingeblendete Telefonnummer. Bitte nur diese Telefonnummer benutzen. Ich rufe Sie garantiert zurück, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich gleich rangehen kann, ist sehr gering. Aber Sie können sich darauf verlassen, ich rufe Sie gleich zurück. Ja, und natürlich empfehlen wir immer, sich zum Workshop registrieren zu wollen. Ja, wer die Effektivität erhöht, der gewinnt bessere Lebensqualität. Und die Effektivität, wie Sie die erhöhen können, das sehen Sie hier in 2 YouTube-Videos auf unserem YouTube-Kanal. Der obere Link, der dargestellt ist, oder die URL, die dargestellt ist, verbessert Ihr Verständnis des Basiswissens, also verbessert Ihr Basiswissen. Und weil die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen so große Bedeutung haben, steht auch noch das zweite Video darunter, auch YouTube-Kanal. Und wenn Sie sich die PDF herunterladen, dann finden Sie das dort. Wir müssen das nicht etwa jetzt hier abschreiben und dabei noch Fehler riskieren. Ja, und wir wissen,
dass viele Anwender ausgezeichnet zurechtkommen, ihr Leben verbessert haben, ihre Lebensqualität verbessert haben durch Agile Care. Und deshalb ist das ganz verständlich, dass diese Anwender, insbesondere diese Anwender, das gern weitergeben möchten, anderen auch den Vorteil der besseren Lebensqualität bieten möchten. Und deshalb empfehlen sie Agile Care. Und wenn diese potenziellen Anwender auch wirklich Anwender werden, dann geben wir ihnen das gern als Dankeschön mit einer Provision 150 Euro dankenswerterweise bekannt. Und ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Engagement. Und Sie sehen hier die drei Schritte, die Sie bitte einhalten, damit wir das auch gut organisieren können, damit Sie sich auch die Provision sichern können. Ja, und Agile Care arbeitet ja nach dem Prinzip, dass wir hier mal dargestellt von links nach rechts folgenden Verlauf haben. Wir haben aus irgendeinem Grunde einen Sauerstoffmangel oder eine Infektion, die Zellen betrifft. Und wenn die Zellen Sauerstoffmangel haben, also entweder durch andere Gründe oder anderes Vorgehen oder eben auch durch eine Infektion, dann entsteht dort eine Energiekrise. Sowas, was wir in Deutschland jetzt schon haben. Und dass die Energiekrise heißt, aufgrund des Sauerstoffmangels, dass die Mitochondrien, das sind unsere Kraftwerke in den Zellen, dass die nicht arbeiten können. Und wenn die nicht arbeiten können, dann ist es notwendig, dass die Zelle überlebt und sie hat einen Ersatzstoffwechsel. Sowas, was wir in unserer Gesellschaft nicht haben, Ersatzkraftwerke. Und das kann aber die Zelle durch Ersatzstoffwechsel gut lösen. Und dieser Ersatzstoffwechsel, den wir auch Krebsstoffwechsel nennen können, der ist eine alkoholische Gärung. Dort gärt sozusagen die Zellflüssigkeit und die Zelle rettet sich über die Energiekrise hinweg. Sie kommt also dann ohne den Sauerstoff oder unter Sauerstoffmangel doch recht gut zurecht. Und das ist dargestellt, dass eben das Leben gerettet wird von diesen zwei Trägern hier im Bild dargestellt. Wenn dieser Ersatzstoffwechsel funktioniert, dann kommen ganz schnell Mikroorganismen in Disbalance auf den Plan. Die Mikroorganismen, das sind Viren, Bakterien, Würmer, Pilze und andere Einzeller. Wenn ich sage in Disbalance, dann in der Form, dass sie sich eben natürlich mächtig wohlfühlen in diesem durch den Ersatzstoffwechsel veränderten Milieu in und um die Zelle. Also in diesem Milieu fühlen sich die Mikroorganismen wohl, entwickeln sich, verbreitern sich, dehnen sich aus, vervielfältigen sich. Das gibt natürlich viele Nachteile für uns. Ich will mal bloß ein Beispiel nennen. Die Bakterien dort, die in Disbalance sind, die kommen in den Stoffwechsel, scheiden Stoffe aus, also Stoffwechselprodukte, die für uns Toxine darstellen, die rauben wieder Elektronen. An anderem Ort habe ich schon einmal das erläutert, was es bedeutet. Auf jeden Fall bedeutet das Krankheit. Und diese vielleicht schon vorher bestehende Krankheit, die nämlich zu dem Sauerstoffmangel geführt hat oder die durch die Infektion entstanden ist, ganz links in dem Schritt, die dehnt sich jetzt aus, die wird erhalten, weil sich natürlich die Mikroorganismen in so einem Milieu sehr, sehr wohl fühlen. Wir finden dann ganz schnell eingestellt durch das Etablieren der Mikroorganismen-Dysbalance eine Symbiose zwischen den Mikroorganismen und der Erkrankung. Und nun ist der Ansatz ganz hervorragend, und den verdanken wir Dr. Reif, dass wir die Mikroorganismen beseitigen und siehe da, es besteht keine Krankheit mehr, weil dann der Körper damit zurechtkommt. Und diese Beseitigung der Mikroorganismen, die nennen wir übrigens Körperpflege, um nirgendwo anzuecken. Und das geschieht, die Beseitigung geschieht mit Signaturen. Das bedeutet, das sind ganz bestimmte Frequenzmuster. Ganz selektiv werden sozusagen nur die Mikroorganismen in Disbalance beseitigt, ganz selektiv. Denn wir müssen aufpassen, wir haben ja auch Mikroorganismen, auf die wir angewiesen sind. Aber das erledigt Agile Care, dass das passiert, dass es nur selektiv ist und nur die Bösen sozusagen beseitigt werden, reduziert werden, eliminiert werden. Und Sie sehen, dass hier rechts dargestellt, nicht in der Kampf gegen so einen Mikroorganismen, hier mal Mikroorganismus mal dargestellt, mit so einem Schild, einem Kämpfer gegen das Virus, mal als Beispiel dargestellt. Und darunter sehen Sie noch, dass Gifte entfernt werden müssen,
Gifte, die unter anderem schon vorhanden sind, aber auch die entstehen und frei werden durch die Eliminierung der Mikroorganismen. Ja, so funktioniert das. Also links ausgehend von Sauerstoffmangel und Infektionen über den Ersatzstoffwechsel, der sich zum Glück einstellt, dann der Mikroorganismus in Symbiose zur Erkrankung und dann ganz rechts die Beseitigung, selektive Beseitigung der dafür zuständigen Mikroorganismen, die in Balance sind, und das führt dann zu verbesserter Lebensqualität. Und ich komme wieder mit einem Beispiel heute. Diese Beispiele habe ich, glaube ich, vor 4 Wochen schon einmal gebracht, aber ich bringe sie heute noch einmal, weil sie eben so häufig auftreten, weil sie mir so häufig gemeldet werden und weil ich Ihnen auch damit erläutern will, dass man mit Agile Care auch in diesen Fällen, die ich hier darstelle, sehr gut zurechtkommen kann, wenn man alles richtig macht. Und so gibt es hier die Rückmeldung, dass es eben juckende Augen gibt. Von uns die Empfehlung A34, ich wiederhole, Quellcode-Index A34 durchführen sollte, empfohlenerweise durch uns. Und die Anwendung heißt Bindehautentzündung. Die zweite Anwendung, die auch empfohlen wurde, ist die A371. Ich wiederhole den Quellenkodex A371, Chlamydia pneumoniae. Und Chlamydia pneumoniae ist ja zwar ein Erreger, ein Bakterium, welches bei uns in der Gruppe Atmung steht. Das ist aber nur deshalb so, weil sie das erste Mal in der Lunge gefunden wurde, die Chlamydia pneumoniae, vor relativ vielen Jahren. Doch Chlamydia pneumoniae sind in der Lage, uns Herzprobleme zu erzeugen, Plaques zu bilden, Gallensteine zu bilden, Nierensteine zu bilden, und sie gehen ganz, ganz häufig in die Gelenke. Also dort auf Zellenebene in den Gelenken machen sie uns große Schwierigkeiten, was dann dazu führt, dass wir dann starke Schmerzen haben. Hier ist es in dem Fall die Empfehlung gewesen, weil wir häufig Chlamydia pneumoniae auch im Zusammenhang mit Augen vorfinden. Und so diese Empfehlung hat dazu geführt, dass schon nach der ersten Anwendung, und das ist nicht Standard, sondern das ist wirklich, sagen wir mal, ein Glück, dass das so ist. Und ich werde gleich noch näher auf die vermuteten Gründe eingehen, warum das gleich nach der ersten Anwendung schon alles wieder in Ordnung war, obwohl das Jucken der Augen wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr beeinträchtigend war für ein gutes Leben. Also die Lebensqualität war sehr stark beeinträchtigt. Und wir hatten auch noch die Mitteilung bekommen, dass keine auffälligen Entzündungsparameter gefunden wurden. Und trotzdem hatte ich mich dazu hinreißen lassen, die A34, da geht es hier um eine Entzündung, nämlich Bindehautentzündung, zu empfehlen. Ich weiß nicht, warum das Labor keine Entzündungsparameter als auffällig erkannt hatte. Auf jeden Fall durch die Anwendungen hier alles in Ordnung, und das schon nach einer Anwendung, nach einem Anwendungstag. Und der zweite Fall, auch darüber hatte ich schon einmal gesprochen, aber es ist so beeindruckend gewesen, dass ich es gern wiederhole, aber in Wirklichkeit wiederhole ich es nicht, denn das sind einige Fälle, die genau mir nahegebracht wurden. Was mache ich denn? Ich habe Atembeschwerden und ich wurde auf Covid-19, wurde ich positiv getestet. Was soll ich machen? Ja, das ist natürlich, wenn man sich mal erinnert, die Infektion, natürlich eine Infektion der Atemwege, eine Lungenerkrankung, kann entstehen durch den Coronavirus und die Erkrankung erst an Covid-19. Die Empfehlung war A194, ich wiederhole den Quellencodex, A194 und Lungenstärkung. Und ich hatte auch empfohlen, immer alles, was mit Covid bzw. Corona zusammenhängt, den Kiefernadeln-Tee zu nutzen. Auch wenn der schon an einigen Stellen auf der Welt verboten ist, ihn einzusetzen. Ich empfehle ihn gern immer wieder, weil er wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse bringt, auch beim Beseitigen der zuständigen Proteine, der Spike-Proteine. Ja, warum steht hier SAL1 nicht dabei? Ja, weil das eine Spätfolge hier war. SAL1 wurde schon angewendet, schon mehrere Tage, und die Atembeschwerden sind quasi übrig geblieben. Deshalb musste das nicht nochmal empfohlen werden, und es bestätigt sich, dass es richtig war, denn es wurde gleich deutlich besser und am nächsten Tag war alles weg. Also keine Atembeschwerden mehr. Wunderbares Ergebnis, und ich sage es eben deshalb, weil sich das in der letzten Zeit wiederholt hat,
diese Meldung und zum Glück auch mit diesem guten Verlauf, mit diesen positiven Rückmeldungen. Ich versuche das mal, diese beiden Fälle zu erklären, nämlich einmal die Atembeschwerden, über die ich gerade gesprochen habe, und davor die juckenden Augen. Bei den Augen schon nach der ersten Anwendung war alles gut und bei den Atembeschwerden ging es ja auch wunderbar und schnell. Ich hatte es gerade erläutert und es ist ja hier wieder die Verwendung bzw. die Erklärung zu sehen, dass wir ja Sauerstoffmangel haben. Es stellt der Ersatzstoffwechsel ein, Mikroorganismen bilden sich. Diese Mikroorganismen sind nicht nur die von außen getroffenen Coronaviren, sondern, wenn ich mal zurückgehe, ja, sondern auch zum Beispiel Chlamydia pneumonia und andere. Also die Mikroorganismen bilden sich und wie gesagt, ich möchte nochmal sagen, nicht, damit meine ich nicht nur das Coronavirus, sondern eben auch die anderen, die hier eine Symbiose bilden zu der Erkrankung und wir eliminieren die Mikroorganismen, die in Disbalance sind und wir stärken den Körper durch Kiefernadeltee, welcher auch Toxine wegnimmt, ganz ausgezeichnet und wir haben, ich nehme mal an, vielleicht durch die Atembeschwerden weniger Mikroorganismen gehabt als bei den Augen. Bei den Augen ist es eine Vielzahl von Mikroorganismen, deshalb ja dort auch die Anwendung Bindehautentzündung. Da geht es nicht darum, ob das wirklich eine Bindehautentzündung ist, ist völlig unwichtig, sondern es geht darum, dass die hinter dieser Anwendung mit dem Namen Bindehautentzündung liegenden Mikroorganismen hier eliminiert werden. In beiden Fällen ist es offensichtlich, denn sonst hätte man das niemals als Erwachsener schaffen können, so schnell diese Ergebnisse zu schaffen, dass die Randbedingungen sich optimal eingestellt haben. Sich optimal einstellen heißt nicht nur, dass der Elektrolyttrunk, dieser Zitronentrunk mit Apfelessig und Salz getrunken wird vor der Anwendung. Das heißt auch nicht, dass nur Ruhe dort stattgefunden hat während der Anwendung für die verbesserte Bandbreite. Und es heißt auch nicht, dass man sehr gut entgiftet hat, nur, sondern es heißt, dass der Körper sich auch dessen angenommen hat und sich diese zum Beispiel Elektrolytverbesserung fantastisch im Körper umgesetzt haben. Sonst wäre so ein Erfolg aus meiner Sicht bei Erwachsenen nicht erreichbar. Und das alles noch, sagen wir mal, ohne externes Zutun. Das hätte man ja auch noch tun können, aber es geht auch ohne, wie diese Beispiele hier gezeigt haben. Ja, und immer wieder kommt die Frage durch Anrufe, wie habe ich denn die Intensität einzustellen? In welcher Häufigkeit muss ich die Anwendung durchführen und in welcher Dauer? Und die Intensität, ganz einfach, setzen Sie es bitte niemals unter 40%. Den Regler von, den ich hier mit einem Pfeil an dem Gerät markiert habe, niemals unter 40%. Der Nonius, der da drauf ist, oder die Einteilung, ist ja eine Prozentangabe. Beim Wassermarkieren bitte immer 100% einstellen. Und ansonsten, wenn Sie die Intensität höher einstellen und Sie erschrecken vielleicht einmal, dass Ihnen das zu hoch ist, dann liegt das nicht an der Intensität, sondern es liegt an der Empfindlichkeit. Niedrigere Frequenzen, zu denen wir manchmal wechseln bei den Anwendungen, die zeigen eine hohe Sensibilität des Anwenders und Sie können es über sich ergehen lassen, aber Sie können auch ein bisschen zurückdrehen, wenn Sie das stört, dort aber niemals unter 40%. Wir haben immer die konstante Intensität, die Sie von an dem Regler einstellen. Wir erhöhen die niemals, sondern es ist immer eine Frage der Empfindlichkeit, der Empfindsamkeit, der Sensibilität, die höher ist, wenn wir zu niedrigeren Frequenzen kommen. Aber niemals wird die Intensität selbst vom Programm erhöht, sondern es ist nur am Gerät dort mit dem Regler und zwar immer dann so konstant, wie Sie das einstellen und niemals gefährlich. Niemals ist es so, dass Sie einen elektrischen Schlag oder so bekommen können. Absolut nicht. Ja, es ist also niemals ein Sicherheitsproblem. So viel also zur Intensität. Nun zur Häufigkeit. In den ersten 5 Tagen, wenn Sie das Gerät angeschafft haben, in den ersten 5 Tagen, also von Tag 1 bis Tag 5, immer nur eine Anwendung pro Tag. Das deshalb, weil Sie Ihr Entgiftungs-
Vermögen ihre Entgiftungskapazität nicht überfordern sollten. Ab sechsten Tag können Sie dann sukzessive pro Tag eine Anwendung mehr machen. Da gibt es nach oben dann keine Begrenzung, wenn Sie natürlich, und davon gehe ich aus, der Randbedingung Entgiftung mit Naturzilizien, Mikrometer, wenn Sie der folgen und das genauestens so einsetzen, dass Naturzilizien, Mikrometer, so wie wir es in der Beschreibung dargestellt haben. Und beachten Sie bitte da auch jede sogenannte Kleinigkeit. Ja, und als Beispiel für den Ablauf sehen Sie das zum Beispiel in unserem Basisprogramm und auf der Seite ulrich-mtc.de/download finden Sie das Basisprogramm und da sehen Sie ganz genau, wie wir uns daran gehalten haben mit unserer Empfehlung zum Basisprogramm. Basisprogramm, Sie wissen, ist für alle die da, die viele Baustellen haben und nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ja, und die Dauer. Wir haben also über Intensität, Häufigkeit gesprochen und jetzt die Dauer. Ja, weitestgehend ist ja unser Ziel, die Mikroorganismen in Dysbalance zu eliminieren. Und zur Eliminierung, da haben wir unterschiedliche Randbedingungen, unterschiedliche Voraussetzungen. Deshalb eine stark wechselnde individuelle Variabilität. Also bei dem einen ist es so, da geht es schnell, bei dem anderen geht es langsamer. Der eine kommt eben in einem Tag, so wie ich es bei Augen, Häute und Atembeschwerden gezeigt habe, kommt mit einer Anwendung zurecht, obwohl ich dann immer noch empfehle nochmal, auch wenn die Symptome weg sind, wenn sie quasi schon auf der Siegerseite sind, dann noch 3 Tage lang das einzusetzen, um ganz sicher zu gehen, dass es langfristig anhält. Also da gibt es eine starke Individualität. Und die Effektivität wird ganz stark beeinflusst, also ob es eben schneller geht, das heißt, schneller heißt höhere Effektivität des Einsatzes von Aglicare, dass Sie dann die Randbedingungen, mit den Randbedingungen können Sie das einstellen und damit geht es eventuell auch schneller. Und bedenken Sie bitte, dass auch die Geschwindigkeit der Restaurierung der Mikroorganismen eine Rolle spielt. Und das ist von Mikroorganismen zu Mikroorganismen, von den Bedingungen, unter denen sie sind, und ganz, ganz wichtig, zum Beispiel, und ich habe das schon öfter erwähnt, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ist keine Spinnerei, dass es auch von der Mondphase abhängt, wie sich die Mikroorganismen restaurieren oder replizieren. Das kann also weit streuen, in Abhängigkeit dieser von mir genannten Dinge, kann es weit streuen, von einem bis 300 Tage und noch mehr kann es dauern. Und ich hatte hier schon vor, ja, ist bald ein Jahr her, schon einmal darüber gesprochen, dass jemand starke Plaques hat, die Karotiden waren so gut wie zu und sage und schreibe in 7 Tagen, übrigens auch mit der Anwendung Chlamydia pneumonia, waren die Karotiden plaquefrei, also nichts mehr vorzufinden. Der andere Fall, auch ein Erfolg, aber der dauerte eben länger. Herzklappen waren operationsreif und funktionierten mehrere Herzklappen beim selben Patienten, beim selben Menschen, funktionierten nicht mehr gut. Sie waren schon quasi operationsreif. Das wollte derjenige nicht sich ergehen und das wollte derjenige nicht über sich ergehen lassen. Und deshalb hat er circa 250 Tage lang die Anwendung, die empfohlenen Anwendungen gemacht. Auch da waren es unter anderem auch Chlamydia pneumonia und die Herzklappen waren danach frei von Mikroorganismen, funktionierten demzufolge auch wieder völlig einwandfrei und es war keine Pathologie mehr nachzuweisen. Also so kann es eben dauern, hier in den Beispielen zwischen 7 Tagen und 52 Tagen und ich nannte zuvor die Beispiele, die nur einen Tag gebraucht hatten, bis alles weg war und ich empfehle aber, dass wenn alles weg ist, was ja bedeutet, keine Symptome werden mehr gespürt oder Laborergebnisse zeigen, dass dann machen Sie es noch einige Tage, damit das eben anhält, weil vielleicht sich irgendwo doch noch diese Mikroorganismen verkrochen haben könnten. Ja, das wollte ich eigentlich heute noch einmal Ihnen nahebringen. Ich hoffe, dass es hilfreich ist, nicht nur zum Verständnis von Aglicare, sondern auch in Ihrer praktischen Anwendung bei Aglicare. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.